Moin und willkommen zurück. Es ist Sommer und die Woche jetzt, habt ihr alle mitbekommen, liegen wir einfach über 25 Grad. Und da dachte ich, für alle, die noch nicht so lange in Nordfriesland sind, wäre es doch mal wichtig, über das A und O des Sommersports zu sprechen. Schwimmen, und zwar in der Nordsee oder in den nordfriesischen Gewässern. Wie ja die meisten von euch wissen, ist das Baden im Meer besonders schön, aber manchmal auch besonders schwierig, weil Hochwasser haben wir nur alle 12 Stunden. Und ich verrate euch ein Geheimnis, es ist 6:30 Uhr morgens, weil aktuell Hochwasser entweder sehr früh oder erst am Abend ist. Also nur für euch bin ich ganz früh aufgestanden. Moin! Na, alles gut? Das erste, wofür ihr euch entscheiden müsst, Sand oder Gras? Denn in Nordfriesland, zumindest am Meer, haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder ihr geht zu einem Sandstrand oder ihr geht zu einem Grasstrand, das heißt Deich. Und wenn ihr sagt, nee, ich bin eigentlich eher der Sandtyp und ich mag das südländische Feeling, dann ist es für euch auf jeden Fall der richtige Ort, nach Eiderstedt zu gehen oder aber auf eine der Inseln zu fahren und dort zu baden. Denn der Rest der Küste in Nordfriesland hat nur Gras. Vorteil dort, der Sand klebt nicht am Ende an der ganzen Haut. Also ich persönlich bin ein Grasstrand-Fan. Wenn ihr nicht unbedingt ins Meer wollt, weil ihr zu einer Zeit baden wollt, zu der leider das Wasser gerade nicht da ist, dann überlegt euch doch mal zu den Binnengewässern zu gehen. Wir haben hier zwei schöne Flüsse, die Eider und die Treene. Und die bietet ganz viele Möglichkeiten, auch was Wassersport angeht. Ihr könnt zum Beispiel auf der Treene segeln oder auch Stand-Up-Paddling in Friedrichstadt. Und jetzt sozusagen meine Badestellen, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann. Vor allem, wenn ihr gerade neu hierher gezogen seid. Dagebüll mit den tollen Strandhütten. Die Hamburger Hallig, weil wie oft kann man schon auf eine Hallig baden gehen. Dann hier, wo wir gerade sitzen, nämlich in Schobel am Steg. Da habt ihr die Möglichkeit, bis ins Wasser reinzulaufen. Also es muss auch keiner von euch durchs Bad wandern, um ins Wasser zu kommen. Weitere Empfehlung, ganz klar und ganz klassisch, St. Peter-Ording mit Strand. Und es gibt natürlich so ein paar kleinere Badestellen, die man nicht unbedingt sofort kennt. Aber ehrlich gesagt, die muss man sich selbst erarbeiten oder aber von Freunden mitgenommen werden. Die sind nämlich nicht ganz so offiziell. Und uns würde uns total interessieren, was denn eure Lieblingsbadeplätze sind. Und schreibt die uns einfach mal in die Kommentare, dann kriegen die anderen auch noch ein paar Ideen. Schönen Sommer und bis bald! Oh, 17, 18 Grad. Beste Temperatur, um baden zu gehen. Viel Spaß.